Oh, herzlich willkommen zurück hier in Hartstumm mit mir, dem Lean. Und wir sind immer noch im Kartenchaos. Und zwar, ich zeig das nochmal kurz: massenweise Mana. Und wir werden ein neues Deck bauen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich mit dem Schurken Dailies habe, mache ich jetzt einen Schurken. Und zwar, ich mache nicht einfach irgendeinen Schurken, ich versuche einen Mildschurken zu bauen. Natürlich wie immer Angaben ohne Gewähr. Ich weiß nicht, ob es klappt, ne? Das ist ja Prä-DS, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist ja klar. So, Morlock. Tak. So. Einen Mildschurken, 2x3er-Bande, Klingenwirbel ist klar, Verrat, naja, Verrat brauche ich das unbedingt dabei, naja, aber Kopfnuss brauche ich. Ausweiden ist auch nicht schlecht, tödliches Gift ist nicht schlecht, Meucheln ist gut. Lange Finger. Öl? Ja. Öl kann man gebrauchen. Attentat kann man auch gebrauchen. Dann der Braumeister, ne? Braumeister ist immer gut. Und was noch? Ja, warum nicht? Irgendeine wichtige Milkarte vergessen? Na gut, ja, als Dreier-Drop, warum nicht? Ja. Na, Harrison, ne. Harrison nicht. Komm. So. So sieht das Deck aus. Ziemlich crazy. Ich habe keine Ahnung, ob das Ganze funktioniert. Aber wenn es funktioniert, werde ich das jetzt in der Folge spielen. Vielleicht sogar in der nächsten. Ich mache mir mal was auf hier gerade. Leutchen. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt denkt, aber Alkohol ist es nicht. Eher wie so eine Art Limonade ist das. Also kein Bier. Der Hof. So, wir haben Kopfnuss, Klingenwirbel. Ja, es ist doch schon mal eine sehr akzeptable. Ich meine, gut, den Klingenwirbel weiß ich jetzt nicht, ob ich den unbedingt brauche, aber komm. Aber nicht frech werden. Die Freude ist ganz meinerseits. So, Freude. Gespielt. Fertig. Im nächsten Zug haben wir dann schön tanzenden Schwertchen. Gedankenraub. Na, das ist böse. Na, gucken wir mal weiter. Tanzenden Schwerter. Im zweiten Zug. Mit dir. Aha. Das war ja schön. Lassen wir dabei, ne? Weiter macht von Rastaros! Ich habe die Kraft!
Los geht's. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt gleich mal einen Murloc ziehe. Ein Tiefelicht-Orakel. Das wäre schön. Oha. Oh, hoffentlich Gedanken. Ob so ein Schlingel. So einer ist das. Tja. Seid ihr noch da? Hallo? Ah. Ist nicht einfach. Was? Das ist nicht fair, Leute. Das ist nicht fair. Ich brauche tiefe Lichtorakel. Schnell. Möglichst schnell, ne? Jetzt kommt's. Dr. Bumpe 6. Schön. Schön. Nicht ganz wie geplant. Ja, ich habe ja echt Glück heute, ne? Ja. Schön ist das. Das macht doch Spaß, ne? Los geht's. So unglaublich. Jetzt spielt er nochmal Dr. Bumm, da sind 1000 Bumbots da. Oh Mann, aber egal. Ich hab das Ding eh verloren, ich hab wieder kein Glück, ich krieg das Tiefenlicht-Orakel nicht. Schade. Das wäre cool gewesen. Ja, das hat er gut gemacht, ne? Was soll man da sagen? Und damit hat er schon so ziemlich gewonnen, würde ich sagen. Ja, so ist es. Jeder, der wandert, ist verloren. Gut gespielt. Was? Ja, komm. Gut gespielt. Schade. Gut gespielt. Ausweiden. Na komm. Machen wir so. Und los. Oh Mann. Ja komm. So kann ich die, ne, Tradition hin oder her. So kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Ich probiere jetzt nochmal. Tiefenlicht-Orakel habe ich drin, ja. Ich probiere jetzt nochmal. Oder klappt oder klappt nicht, ne?
Chimera gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Seid auf der Hut. Naja. Komm, Tieflingsorakel. Komm. Oh, man. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja. Das wird hart. Das sage ich euch gleich. Jo. Wunderbar. Wunderbar. Sehr glücklich damit. Was soll ich machen? Nächstes Mal 7. Boah, ne. Oh, das sieht ganz grausig aus. Ich muss das Land bewachen. Och, echt? Okay. Oh, echt? Okay. Mhm. Ah, okay. Ah, ist ja traurig alles, ne? Los geht's. Ich brauche tiefliche Orakel. Boah, Junge, Junge, Junge. Windstorm. Okay. Anregen und Panther. Das ist cool. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt. Boah, bitte lass mich jetzt einen tiefenlichen Orakel ziehen, ey. Das direkt hier von Chromaros verdoppelt wird, ey. Oh! Ja, okay. Das ist auch schick. Attentat. Hallo. So. Mal gucken. Er gibt sich geschlagen. Richtig geil. War zwar eigentlich nicht so geplant mit dem Deck. Aber es hat ja geklappt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vom Kartenchaos. Tschüss.